Wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Und da gilt es auch, die richtigen Prioritäten zu setzen. Dieses Gesetz muss man auch richtig verstehen und umsetzen. Jesus hat natürlich erklärt, dass die Beziehung zu Gott völlig abhängig ist von der Beziehung zum Nächsten. Das eine geht ohne das andere nicht. Er hat es ja selbst gesagt. Wenn du jetzt in den Tempel willst, um ein Opfer zu bringen, und du merkst, dein Bruder hat etwas gegen dich, geh sofort zurück. Versöhne dich mit ihm. Und dann komme zurück und bring dein Opfer. Also man kann Gott nicht dienen und den Nächsten verachten. Und mit dem Nächsten befeindet zu sein, das geht nicht, das muss zusammenpassen. Gottes Liebe, Nächstenliebe gehört zusammen. Kann man nicht trennen, geht nicht so. Wir sollen unseren Nächsten lieben. Ja, der Herr Jesus hat uns auch erklärt, dass wir nicht wählen können, wer unser Nächster ist. Wäre ja toll, ja. Ich bestimme, wen ich liebe. Das ist mein Nächster, dem tue ich Gutes und den liebe ich. Der liebe Gott hat erklärt, nee, so geht das nicht. Ich bestimme, wer dein Nächster ist. Erinnert euch, er hat gesagt, der Nächste, der ist der, der krank ist. Ist der, der im Gefängnis ist. Im Gefängnis, stellt euch mal vor. Ja, das ist dein Nächster. Und der Fremde, weißt du, der so ganz anders ist. Der Fremde, der eine andere Kultur hat. Einen anderen Glauben, ein anderes Wesen, eine andere Meinung. Das ist dein Nächster. Den musst du lieben. Du kannst nicht selbst bestimmen, wer dein Nächster ist. Der Nächste ist, den Gott neben mir gestellt hat. Natürlich, solange der Fremde in seinem Land ist, weit weg, dann hat man ihn lieb. Aber jetzt hat Gott vielleicht auch entschieden, jetzt der Kranke, der Arme, der Bestrafte, der Fremde, der lebt jetzt bei dir im Dorf, lebt jetzt bei dir in deiner Stadt. Gott hat es so gewollt, dass der jetzt da wohnt. Du hast Beziehungen zu ihm, das ist jetzt dein Nächster. Du kannst nicht bestimmen, das hat Gott bestimmt. Bitte prüfe, was jetzt Gott wohlgefällig ist. Da seht ihr, dieser Glaube, der neuapostolische Glaube, der christliche Glaube, ist was ganz Konkretes. Da wird sehr schnell ganz, ganz praktisch und konkret. Gott bestimmt, wer unser Nächster ist. Den, der uns zur Seite gestellt hat, und den sollen wir lieben.